Captain, kommt herein und steht bequem. Wie ich höre, habt ihr den Chaos-Trupp auf volle Stärke gebracht, Captain. Meinen Glückwunsch. Wir sind hier, um die Faust zu zerstören und nicht um höfliche Konversation zu betreiben, Sir. In der Tat. General Garza, wollt ihr vielleicht den Anfang machen? Gerne. Wie ihr wisst, Captain, kann das Imperium mit seiner Superwaffe, der Faust, jedes Schiff im Hyperraum erfassen und zerstören. Diese Fähigkeit verschafft dem Imperium einen unüberwindlichen Vorteil. Außerdem wird ein Angriff auf die Faust dadurch erheblich erschwert. Glücklicherweise konnten wir mit den technischen Daten, bei deren Beschaffung ihr mitgewirkt habt, einen wasserdichten Plan erarbeiten, um unsere Streitkräfte nahe genug für einen Angriff heranzubringen. Wenn die Faust uns ins Visier kriegt, wird das der kürzeste Angriff der Geschichte. Wir haben die imperialen Daten ausgewertet und ermittelt, wie viel Zeit die Faust benötigt, um ein Ziel zu erkennen und zu erfassen. Euer Schiff und mein Kampfgeschwader werden sich der Faust durch mehrere kurze Hyperraumsprünge annähern, wobei wir immer unterhalb ihrer minimalen Erfassungsdauer bleiben. Wiederholte kurze Hyperraumsprünge sind allerdings äußerst ineffizient und unsere Schiffe werden nicht mehr genug Treibstoff für die Heimreise haben. Ein Sieg auf der ganzen Linie ist also unsere einzige Möglichkeit. Eine Niederlage kommt für mich ohnehin nicht in Frage, Sir. So ist es recht. Sobald der Angriff beginnt, werden Lieutenant Korias Tresorknacker den Planetenschildgenerator ausschalten, der die Faust schützt, damit der Chaos-Trupp sie entern kann. Wenn ihr an Bord seid, beginnt euer Sprengeinsatz. Sergeant Yoon wird euch helfen, die Schutzsiegel am inneren Kern der Waffe zu umgehen. Dann dringt Spezialist Wieck mit euch in den Kern ein und platziert Sprengladungen an entscheidenden Schwachstellen, damit die Faust vollständig zerstört werden kann. Gebt ihr meinen Leuten sämtliche Befehle? Oder habe ich auch noch was zu sagen? Einige Teile des Plans müssen genauso ablaufen, wie wir es vorgeben. Andere Details überlassen wir euch. Während eures Sprengeinsatzes solltet ihr zwei Mitglieder des Chaos-Trupps darauf ansetzen, die Brücke der Faust zu stürmen und sämtliche Daten aus den Waffencomputern herunterzuladen. Wer keine Aufgabe zugewiesen bekommt, soll den Rest des Teams unterstützen, wenn nötig. Sobald ihr eure Ziele erfüllt habt, müsst ihr die Faust sofort evakuieren. Verstanden? Der Einsatz sollte sofort beginnen. Gut. Diese Besprechung ist zu Ende. Wir können die Wichtigkeit dieser Mission gar nicht genug betonen, Captain. Die zukünftige Sicherheit der Galaktischen Republik hängt an der Zerstörung dieser einen Waffe. Solche Situationen sind für euch und eure Leute nichts Neues. Ihr habt schon andere ausweglose Lagen erlebt und sie durch Geschick und Entschlossenheit überwunden. Wenn jemand diesen Angriff anführen und uns zum Sieg verhelfen kann, dann der Chaos-Trupp. Die Republik verlässt sich auf euch. Und nun geht. Wir jagen die Schrottmühle schneller hoch, als ein Imperialer blinzeln kann. Ja! Chaos-Trupp, hier Admiral Numin. Unser Angriffstrupp hat den Hyperraum verlassen und das Feuer auf die imperialen Geleitschiffe eröffnet. Die Gegenwehr ist wie erwartet. Lieutenant Korya meldet, dass die Tresorknacker den Planetenschildgenerator erledigt haben. Ihr könnt mit dem Angriff auf die Faust beginnen. Viel Erfolg. Gebt den imperialen Saurus, Sir. Wir melden uns, falls sich irgendwas tut. Numin Ende. Captain, der Trupp steht bereit und wartet auf eure Anweisungen. Laut Einsatzbefehl sollen zwei Truppmitglieder die Brücke stürmen und dort Daten sammeln. Es wird starken Widerstand geben. Da Spezialist Wieck und Sergeant Yoon schon Aufgaben haben, stehen für den Brückenangriff noch ich selbst, Sergeant Jorgen und M14X zur Verfügung. Wen wollt ihr hinschicken? M14X soll euch Deckung geben, während ihr die Daten beschafft, Lieutenant. Wir werden die Daten sammeln und wohlbehalten herbringen. Kein Imperialer wird uns im Wege stehen. Die Republik wird triumphieren. Ich kümmere mich um die letzten Vorbereitungen. Habt ihr dem Trupp noch etwas zu sagen?
Ihr kennt alle die Mission und ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wir ziehen es durch und hauen wieder ab. Verstanden? Jawohl. Klar, wird schon richtig sein. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil. Wir sollten Wieg kontaktieren. Wieg, bitte komm. Die Siegel sind ausgeschaltet. Trefft mich bei der Tür zum Kern. So schnell es geht. Over. Dann hat die hässliche Wanze euch also doch reingebracht, ja? Bin unterwegs zur Tür. Wieg, Ende. Da seid ihr ja. Können wir es jetzt zu Ende bringen oder soll ich mir erst noch einen Drink holen? Zu schade, dass die Imperialen keine Bar an Bord haben. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Sergeant Yoon, ihr könnt wegtreten. Trefft euch mit Sergeant Jorgen und bleibt wachsam. Da ist es. Eine Ladung weniger, Captain. Kümmern wir uns um den Rest, dann können wir zurück nach Coruscant zu den vielen dankbaren Bürgern der Republik. Klemmt euch die Kommentare und macht lieber eure Arbeit, Wieg. Aber ja doch, Boss. Das war die letzte Ladung. In ein paar Sekunden kann es losgehen. Captain, hier Sergeant Dawn. Auf der Brücke gibt es Schwierigkeiten. Wir haben alle Daten bekommen, aber wir werden von imperialer Verstärkung überwältigt. Wir können sie nicht aufhalten. Habt ihr die Sprengladungen platziert? Können wir zurück aufs Schiff? Jorgen, nehmt Yoon mit und gebt Dawn und 4X Deckung beim Rückzug. Wir treffen uns auf dem Schiff. Schon unterwegs. Haltet durch, Leute. Wir versuchen noch vor euch an Bord zu sein, Captain. Dawn, Ende. Captain, ich bin erleichtert, Sie trotz der harten Kämpfe wohl aufzusehen. Ich fürchte, Dawn wurde schwer verletzt, als sie uns zum Schiff zurückkämpften. Ich bemühte mich, das feindliche Feuer so gut wie möglich zu absorbieren.
Doch sie weigerte sich, sich zu verstecken. Sie bestand darauf, dafür zu sorgen, dass auch ich zurückkehre. Wie ist ihr Status? Kommt sie durch? Meine medizinische Grundausbildung ist lange her, aber Yun und ich haben sie zusammengeflickt. Wenn 4X sie nicht so schnell hergebracht hätte, hätten wir sie verloren. Es war mutig von dir, Dorn da rauszuholen. Die Republik lässt ihre Helden nicht zurück. Ich habe nur getan, was die Pflicht verlangte. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss die Ladungen zünden, und wenn ich das tue, sollten wir lieber nicht im Hangar sitzen. Wir haben ein verwundetes Truppmitglied, das ist alles. Konzentriert euch jetzt, damit wir die Sache zu Ende bringen können. Jawohl. Zerstören wir diese Beleidigung für die Freiheit und Demokratie ein für allemal. Chaos-Trupp an Angriffstrupp. Ziel erfüllt. Alle Schiffe auf sicheren Mindestabstand zurückziehen. Verstanden, Chaos-Trupp. Alle Schiffe zurückgezogen. Fahrt mit der Sprengung fort. Bumm. Ziel zerstört. Ich wiederhole, die Faust wurde zerstört. An alle Schiffe. Angriff abbrechen und am Sammelpunkt 47 auftanken. Chaos-Trupp, ihr werdet General Gaza auf Coruscant Bericht erstatten. Von wegen Bericht. Erst wird der Sieg ordentlich gefeiert. Ich werde mal so tun, als ob ich das nie gehört hätte. Die beste Waffe des Imperiums wurde zerstört. Ich gratuliere, Chaos-Trupp. Captain, ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Das imperiale Kriegsministerium ist wegen der Zerstörung der Faust ganz aufgebracht. Der SID meint, dass Köpfe rollen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Bekomme ich irgendwas für meine Mühen? Ihr habt bei diesem Einsatz vorbildliche Führungsstärke und Talent bewiesen. Ich befördere euch mit sofortiger Wirkung zum Major. Die Mitglieder eures Trupps werden vergleichbare Beförderungen erhalten. Ich gratuliere, Major. Ich bin euch für die Beförderung dankbar, General. Aber habe ich nicht mehr verdient? Ihr seid nicht gerade bescheiden, Major. Aber zu Recht. Ich empfehle zusätzlich, euch für den außergewöhnlichen Mut, den ihr beim Angriff auf die Faust-Superwaffe bewiesen habt, mit der silbernen Sichel auszuzeichnen. In Anerkennung der Verletzungen, die sie beim Kampf gegen den Feind erlitt, empfehle ich Ilara Dorn für das Treue-Siegel, falls ihr einverstanden seid. Ich wüsste niemanden, der es mehr verdient hätte. Ausgezeichnet. Ich werde die nötigen Papiere sofort einreichen. Aber ich fürchte, ich habe nicht nur gute Nachrichten. Kurz nach der Zerstörung der Faust empfingen wir diese Holo-Übertragung. An das republikanische Kommando. Hier spricht General Rakton vom Imperialen Kriegsministerium. Ihr habt einen schweren Fehler begangen. Indem ihr die Faust zerstört habt, habt ihr eine Waffe des Friedens zerstört und die letzte Hoffnung eures Volkes. Eine Waffe des Friedens? Der macht sich doch lächerlich. Das ist erst der Anfang. Ich hatte gehofft, dass ein Gerät, das die Möglichkeit zum Widerstand entfernt, dem Imperium erlauben würde, sein Werk ohne weiteres Blutvergießen zu vollenden. Aber durch eure Taten habt ihr jede Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht. Ich sehe mich daher gezwungen, eine Kampagne ins Leben zu rufen, wie die Galaxis sie noch nie gesehen hat. Eure Soldaten werden abgeschlachtet werden. Eure Planeten werden brennen. Und euer Volk wird das Licht vom Willen des Imperators endlich empfangen.
Ich habe keine Angst vor Rakton oder sonstigem imperialem Abschaum. Der Chaos-Trupp wird schon mit ihm fertig. Ihr dürft diesen Mann nicht unterschätzen. General Rakton ist seit Jahren geübt darin, jede republikanische Streitmacht auszumanövrieren, die sich ihm in den Weg stellt. Einschließlich meiner. Der SID hält nach Hinweisen auf Raktons neue Kampagne Ausschau. Bis wir eindeutige Daten haben, ist der Chaos-Trupp erst einmal freigestellt. Ruht euch aus, erholt euch und wartet auf meine nächste Nachricht. Wegtreten, Major!